Bei der Verabschiedung drückte ich den Herrn fest die Hände, voll Glück und Zufriedenheit, voll Demut, dass es mir wieder die Tränen herausdrückte. Der Herr war ja so voll Güte, das Zusammentreffen mit dem Gottessohn, Menschensohn, war der Höhepunkt für mich. Diese Gnade haben zu dürfen, das allergrößte Geschenk. So fand ich kaum mehr Worte als tausend Dank und strahlend bin ich vom Herrn, der mich manchmal tief ansah, aber immer wieder lächelte. Beim Rausgehen vom Haus standen beide Hunde da, wie eine Wache. Aber wir waren beide freundlich. Ich sagte, seid ihr beide herrliche Tiere. Ich ging wieder zurück zum Postmanns. Ich war voll Freude und sagte, ich darf ab jetzt zur heiligen Andacht. Herr und Frau Manns freuten sich sehr. Beim Heimweg, der jetzt über Form führte, eine schöne schmale Straße, ließ ich mir alles nochmals durch den Kopf gehen, was ich alles hören und erleben durfte. Es war wunderbar. So kam ich zur heiligen Sache, zur Wahrheit, auf dem heiligen Berg des Lichtes zum Herrn, selbst zum Gottessohn, Menschensohn. Diese Worte haben es angetan, hat mich geweckt. Nun kann kommen, was will. Ich bat den Herrn, dass in mir dieser herrliche Lichteindruck für immer bei mir bleiben darf, rein und klar. Lange muss ich bis Funk gebraucht haben, auch traf ich niemanden. Da fiel mir wieder ein, wie der Herr sagte von der Burg. Das wurde mir erst später klar. Als ich in Innsbruck ankam, kam mir alles verändert vor. Ich beobachtete schärfer, merkte mir alles besser, war viel freundlicher, hilfsbereiter, verständlicher. Ja, es hat sich alles geändert. Sogar ein fröhlicheres Lachen musste ich haben. Ich war freier geworden durch das Erleben. Gar manche sagten mir, ich wäre jetzt wie verändert, viel netter. Nächsten Abend ging ich zu Madame einen Besuch machen, die sich darüber sehr erfreute. Ich erzählte ihr in kurzen Zügen alles Wichtige, so auch, dass ich ab jetzt zur Andacht kommen darf auf den heiligen Berg. Auch freute sich der Herr über Sie, Madame. Darf ich Ihnen sagen, der Herr ließ Sie herzlich grüßen. Da leuchteten Ihren Augen besonders von ihr, fiel mir auf. Ja, kein Wunder, wenn einem der Herr grüßen lässt, dass jeder die große Kraft verspürt, die vom Herrn ausging. Oftmals ging ich noch zur Andacht in Innsbruck. So wie es eben ging, da ich oft auf Montage auswärts war. Selbst Sonntag ging ich nicht immer auf den Heiligen Berg, wie es oft war, als ich in Seefeld tätig war. Es war sehr schlecht Zeit. Da war man froh, wenn man überhaupt Arbeit hatte und arbeiten konnte. Eines Tages ließ mir der Herr sagen, ich soll nach der Andacht zu ihm kommen. Es war schon im Mai 1932, wo er mir mitteilte, er hätte sich lange überlegt, aber am Heiligen Berg würden mehrere Unterkünfte gebaut werden, da er immer mehr gedrängt wird von denen, die auf dem Berg wohnen und ihren Wohnsitz haben möchten und den Herrn darum baten. So gab der Herr eben nach
obwohl es ihm nie ganz passte. Der Herr teilte mir mit, dass ich bald rechnen darf, hier ganz auf dem Berg als Angestellter zu kommen. Ich war höchst erfreut. Manchmal ergab sich's, dass ich den Herrn traf, wenn er spazieren ging und einige Worte hören durfte von ihm. 14 Tage bevor ich ganz auf den Berg kam, wurde ich nochmals eingeladen zum Herrn ins Grashaus zum Kaffee, wo es so viel Schönes zu hören gab. Ich werde später darüber berichten. Im Sommer war es so weit, dass ich kommen durfte. Strahlend war ich vor Freude. Es wurde viel gebaut auf den Heiligen Berg. So auch die Tischerei prima eingerichtet, sogar mit einer Universalmaschine. Dadurch konnte ich alles machen und schneller. Da ja so viel Arbeit sich anhäufte, gar nicht zum Absehen. Ständig mehr Handwerker kamen auf den Heiligen Berg. Ein Treiben gab es, jeder gab sein Bestes. Es war einfach schön. In den Jahren wurde der Heilige Berg so verändert, dass er gar nicht mehr zu kennen war. In den Wintermonaten gab es oftmals bis zu 3/4 Meter Schnee. Fast jeden Sonntag sprach der Herr selbst die aufbauenden, belehrenden Vorträge, wo wir uns ständig weiterbilden konnten im hohen Wissen. Jedes Mal wurde das Wissen erweitert. Oft, sehr oft sprach der Herr am Ende des Vortrages: Nun geht hin, handelt und lebt danach. Dann kann euch nichts passieren auf eurem Weg und ihr seid glücklich. Denn alles webt und strebt, da die Fäden und Strahlungen überall hinreichen und euch begleiten, so ihr rein seid. Ihr werdet geführt von oben, habt nur starkes Vertrauen zu Gott, dem Herrn. Ich helfe euch dabei, die Lichtkraft begleitet euch dann ständig. Der Herr bemühte sich ständig, indem, dass wir die Grasbotschaft verstehen lernen sollen, die Gesetzmäßigkeit, weil wir alle schon so weit entfernt sind und es kaum noch verstehen lernen können, einfach und natürlich zu werden. Deswegen war für den Herrn das Allerschwerste, das Heilige Wort dem Menschen zu bringen, in Worte zu formen, da das praktisch gar nicht geht, wenn nicht die Empfindung mitarbeitet, und die kannten wir fast alle nicht. Wie gerne möchte ich euch geben, Menschen, und wie nötig hättet ihr es, sprach der Herr oft, sehr oft. So kam es, dass ich 1932 versiegelt wurde, die erste Feier miterleben durfte, obwohl ich 1931 oft auf den Heiligen Berg schon war. Die Feier war für mich ein großes Erleben, gewaltig. Die schöne Musik, die wunderbaren Rosen, der Einzug, die Ritter, Apostel, Jünger, alles in Farben. Die schönen Kleider und Mäntel und Hüte, bei hochberufenen Damen jede ihre Farbe, so auch die Ritter. Die Jünger auch silbergraue Mäntel, die geschwungenen Hüte, einfach schön und gewaltig. Plötzlich wurde die Einzugsmusik leiser und Frau Maria kam in schwarzem Mantel mit goldenem Kreuz auf der Seite, aufgestickt. Fräulein Irmgard in grünem Mantel mit Lilien auf dem Mantel gestickt. Beide ein schönes Diadem auf den Häupten. Und schon kam der Herr mit violettem Mantel mit der Lotusblume am Rücken rein.
Gleich endete die leise Musik und der Herr begann zu sprechen. Der Altar war wunderbar geschmückt mit vielen Rosen. In der Mitte stand der Gral als Schale, darum goldene Leuchte mit je einer brennenden Kerze. Daneben die rote Taufschale mit Wasser, auch einige Tabletts mit Wein und Brot. Der ganze Andachtsfeierraum war von links nach rechts mit einem langen weißen Vorhang in Falten gelegt, abgeschlossen. Hinter dem Altar stand das Sprechpult des Herrn. In der Mitte, so hinter dem Pult, war ein grünes Tuch auf der Höhe des Kopfes des Herrn, das Gottesauge, was ausstrahlte, einfach herrlich. Rechts daneben die Gralsfahne, die ein Berufener hielt als Fahnenträger. Links und rechts saßen die hohen Damen, Frau Marina, die Gottliebe, Frau Irmgard, die Rheinlilie. Der Altar stand oben auf 5 Stufen. Links und rechts blaue Stühle, worauf die Ritter, Apostel Platz nahmen. Weiter herum die Jünger, davon gab es auch einen Unterschied. Einige mit den silbergrauen Mänteln, diese waren die Taufjünger, die anderen Jünger im Frack. Die vielen Jünger saßen im Halbkreis, so auch die Jüngerinnen. Auf der ersten Stufe stand ein Sprechpult mit schwarzem Tuch und ein goldenes Kreuz, wo ein Apostel zur bestimmten Zeit sprach. Eine Stufe höher stand ein Pult, worauf ein goldenes Kreuz zum Schwur befestigt war. Dort legten die Kreuzträger das Gelöbnis mit den Worten: Ich gelobe an, wenn sie den Ruf zur Vorbereitung bekamen. Auf der zweiten Stufe lag ein schmales Kissen, worauf die Versiegelung kniend empfangen wurde. Dazu kam der Herr die 3 Stufen herunter und versiegelte die Bitte im Namen Gottes. Immer mehr Menschen kamen auf den Heiligen Berg. Circa 600-700 waren, die Platz hatten im Tempel. Alle waren voll Demut und Freude. Der Herr freute sich. Zuletzt wurde eine Seilbahn gebaut, damit für das Gästehaus das Material heraufbefördert werden kann. Es war unbedingt ein Gästehaus nötig, damit die vielen Menschen Unterkunft hatten, solange sie da waren. Für alles hat der Herr gesorgt. Ich bekam in den Jahren viele schöne Verbindungen, auch mit privaten Menschen, die auf dem Berg waren, und auch mit Gästen. Ich war ein junger, flotter Bursch, freundlich und äußerst hilfsbereit. Viel gab es zu tun auf dem Heiligen Berg. So kam es, dass ich oft, sehr oft zum Herrn kommen durfte und musste, so circa um 5:30 abends, wo alles besprochen wurde, unter anderem, was alles zu tun, zu machen war und vieles mehr, was zu bestellen war, was man braucht an Materialien. Auch gab es jedes Mal vom Herrn tief Geistiges zu erfahren, wie die Welt überhaupt sich verändert wird, wie alles vorgesehen ist von oben her, die Entwicklung am Berg, um den Berg, in der Welt. So auch, dass der Heilige Berg zur Gänze umgebaut werde. Deswegen wurden alle Bauten vorerst aus Holz erstellt, da sie, falls es soweit ist, wieder abgebrochen werden sollen, wenn die Gralsburg fertiggestellt ist.
Denn die Lichtburg eine Weltburg werden soll für 12.000 Personen. Die Straße soll über Ficht führen bis kurz vor der Gralsburg, da kein Wagen zur Burg fahren soll und darf. Der ganze Berg soll bis zur Heilenburg in stufenartigen erstehen, so ab den Wald. Viel schöne Blumenanlagen und südliche Sträucher wachsen werden, da der ganze Weltenteil gehoben wird, zur besseren Klima, angenehmere Zone soll erstehen. Gegenüber dem Zilderhof in Richtung Ficht soll der Zwischentempel für 10.000 Personen gebaut werden. Die Gralsburg soll aus weißem Marmor und viel ausländischen Gestein erbaut werden, da die größten Künstler und Baumeister am Werk wären. Es soll eine Weltburg werden, so wie es gesehen wurde, so schön wie möglich, die Lichtburg auf Erden. Die Mittelkuppel, die größte, wird aus grünem Gold schimmern. Schon die einmalige edle Form wird von Weitem erkennbar sein. Auf der Spitze soll die grüne Fahne, Gralsfahne, wehen, so wie es auf den Masten vor dem Gralshaus immer wehen wird. Das Gralshaus wird nie abgebrochen werden. Das soll bleiben als Zeichen der Verbindung mit oben. Alles andere wird wegkommen. Wunderbar wird es werden. Die Lichtburg wird 7 Kuppeln haben, mit 7 Grotten. Jede Grotte eine andere Farbe. Gelb, lichtblau, blau, rosarot, grün, violett, weiß. Also wie jeden Tag eine bestimmte Farbe zur Anbetung. So war es bei Abdruschim und so soll es auch in der irdischen Lichtburg hier werden, wie es in den lichten Höhen strahlt und steht. Auch soll das Grabmal vom Herrn, die Pyramide einstens, wenn der Fuß des Herrn die Sandwüste betritt, so wird ein Sturm die Pyramide aussanden und alle wunderbaren Schätze werden zur Einrichtung der Gralsburg benötigt und gebraucht. Es wird die Gralsburg für 12.000 Menschen die Gelegenheit geben, die Gralsfeier auf dem Heiligen Berg erleben zu dürfen. Aber es wird schon so eingerichtet, dass nur Abordnungen von größeren Kreisen und da jedes Mal andere bestimmt werden, die heilige Feier erleben zu können. Alle, ja alle anderen werden und sollen es von Ferne sehen können, weil es gar nicht anders möglich wäre. Somit ist Gelegenheit gegeben, jedem das zu erleben. Denn wenn man bedenkt, die vielen, vielen Menschen könnten ja nie auf den Berge kommen. Wie herrlich das wird, wenn die Lichtburg im Glanze erstrahlt, die wunderbare Umgebung, das angenehme Klima. Alle Probleme wären schön gelöst. Geld wäre genug da. Dafür wäre ja der Rote Ritter zuständig. Alle gaben sich im Dienst des Herrn. Freiwillig und freudig den Willen zu dienen, so wie Gott den Allheiligen, der uns überhaupt es ermöglicht, durch seine große Liebe zu dem Menschengeist und die Natur die Erde erstehen ließ. Was sollen wir Geister dafür tun, als uns regen, die einfachen Gesetze erkennen zu lernen, zu beachten und den rechten Weg zu gehen, dann sind wir Gott wohlgefällig,
Das schulden wir dem, der uns das Leben gab, Gott, dem Herrn. Vieles geschah in den Jahren. So wird die Gralsgemeinschaft, so wurde die Gralsgemeinschaft gegründet 1932. Am 31.07. Jaspis, am 16.07.33 Gralschule, 1933 auch Konzerte, die Feuerwehr und vieles mehr wurde geschaffen. Im Gästehaus wurde für alle gemeinsam gekocht. Es gab auch keinen Unterschied im Essen, ob privat oder ein Angestellter er ist. Alle haben gleich gut bürgerlich gegessen. Den Angestellten ging es sehr gut. Sie wurden ganz täglich verpflegt, reichlich und genug. Der Herr sagt es immer, meine Angestellten, die manuell auch arbeiten und auch die richtige Bezahlung haben. Der Herr warf ihr eine gute, saubere Kleidung. Markloses Benehmen muss jeder Kreuzträger haben. Sauberen Haarschnitt, so erkennt man sogar den Charakter. Auf den Heiligen Berg wurde fest gearbeitet, jeder in seiner Art. Sonntags war um 9 Uhr Andacht, wo der Herr selber oftmals sprach, was ja am schönsten war. So fanden immer mehr den Weg zum Licht, zum Herrn. Und baden, dienen zu dürfen, besonders irdisch, aber auch geistig. Viel musste angeschafft werden, damit es weitergeht. So kamen 2 Pferde, ein Esel, Pfauen, weiße Daumen, 2 Hunde, ein Nachtwächter mit Hund, den Namen Bare. Für die Tischerei gab es viel, viel zu tun. Alles musste gemacht werden, so wie Türen, Fenster, Möbel, Zäune, Garagentor und so weiter, da endlich ein Auto angeschafft wurde, damit der Herr auch, aber auch die hohen Damen ausfahren können, auch nach Innsbruck zur Behörde. Der junge Dörfling, später Herr Däubler, waren die Chauffeure, Lenker. Lange war es sehr, sehr schön auf dem Heiligen Berg, bis sich gar manchmal das Menschliche zu sehr in den Vordergrund stellte. Ich kann sagen, ich für meine Person tat ja alles sehr, sehr gern. Für mich stand es ständig vor den Augen und mir war stets bewusst, warum ich beim Herrn sein darf. Und ich bin dankbar. Oft sagte der Herr, guter Wagner, Sie haben ja so viel zu tun, aber es wird schon leichter werden später. 1934 wurde ich berufen, mit Freuden wahrzunehmen, immer da. Ich habe es schon frühzeitig gewusst, was ich eigentlich gut zu machen habe und darf, dass man den Ruf zu folgen hat um jeden Preis, der das Schönste ist, ein Diener des Herrn zu werden, aber ganz, und deswegen wir alle ja zu dieser Zeit inkarniert wurden, zur Erfüllung, wenn uns der Herr ruft, wir auch bereit sein sollen. Deswegen wurden alle auf Patmos einstens aufgehoben, den Schwur zu leisten, den Herrn zur Seite zu stellen, wenn er uns braucht. Meine Berufungsworte waren, als Lehrer der Jugend zu sein, da mir auch die Jugend zugeteilt wurde, für eine Zeit lang im Handwerk basteln, Turnen, Erziehung und so weiter. Es war ein großes Wirkungsfeld. Besonders die geistige Erziehung war auch sehr wichtig, was sich irdisch groß auswirkte. Es musste besonders bei den Buben ein strenger Maßstab angelegt werden, da die Jungs von unten kamen, da war manches los,
Zwar hatten sie alle das gute Wollen, so ließ ich auch Wasserstunde einführen, was sie alle gern taten. Ich gab ihnen Anregungen, Werkzeuge, Materialien, auch Diskussionsstunden, so dass jeder sagen konnte, was er wollte. Ich legte Wert darauf, dass alles locker und frei war. Um 11:15 Uhr mussten sie antreten, etwas stramme Haltung einnehmen, kurze Wendung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, ja, Versprechungen müssten streng gehalten werden. Alles, was eben nötig war, damit sie prima Burschen werden. Der Herr stand manchmal auf dem Balkon und schaute zu. Die Jungens waren fröhlich. Um 11:30 Uhr marschierten wir gemeinsam ab zum Essen ins Gästehaus, wo wir gemeinsam bei einem langen Tisch aßen. Vorher ein Tischgebet, später kam noch ein Tisch dazu. Jede Woche wurde einer eingeteilt, der die Verantwortung hatte für alle, auch wenn sie nicht bei mir waren. Beim Basteln gab es manchmal Schwierigkeiten. Mancher Bub war nicht so geschickt und auch zu wenig wach. Das nützte mancher aus und nahm ihm Ware weg, damit er schneller mit seinem Werk fertig wird. Aber das ging oft daneben. Da war ich schon auf der Höhe. Da gab es Krach, da gab es keinen Pardon. Ich lehrte ihnen, wie man die Empfindung bewusst erkennen kann. Es gibt genug Beispiele. Die Buben verstanden sehr gut. Für mich war es sehr schön, so ein Wirkungsfeld haben zu dürfen. Es heißt ja bei meinen Berufen, viel wirst du der Jugend geben können, da du dich zu einem Meister zur ungeahnten Kunst entwickeln wirst. So auch im Zeichnen, was dir schon gegeben ist. Oft sagte der Herr zu mir, wenn man in die Reihen so hineinschaut, wie die Menschen schon schaffen, dürfte alles nur schön sein. Dabei sah er mich so an. Ich verstand noch gar nicht, warum der Herr das zu mir sagte. Ich dachte, das hat einen Grund. Da komme ich schon noch drauf. Makellos muss gelebt werden, einfach und schön. Wer das nicht tut, stört die Harmonie auf dem heiligen Berg. Der soll runtergehen. Leider gab es solche drunter, die nicht ganz den Weg gehen, und um die wird die Reinheit schon ausschließen. Da wurde mir erst klar, warum der Herr erst diese Worte sprach. Eines Tages wurde mir eine Skizze vom Weißen Ritter übergeben, einen achteckigen Babylon wäre zu bauen, 4 Meter hoch, ebenso breit. Eine ganz fremde Bauart, chinesischer Art. Er soll dem Herrn dienen im Grabesgarten, wo der Herr im Freien ungestört arbeiten kann. Der Herr gab uns ständig mehr Geistiges. Der Babylon soll 2 große Türen haben, die man nach außen öffnen kann. Als ich das hörte, war ich sehr erfreut. Endlich kann der Herr ganz allein sein. Ich weiß mal, dass ich zum Herrn sagte, dass der Herr ganz abgeschlossen sein soll, damit er nicht immer gestört wird. Da kam wieder, wie so oft, das Gespräch über die Schöpfungsbilder, die auch wie eine fremde Art wirken werden, weil sich keiner vorstellen kann, wie man die Botschaft so annähernd darstellen kann. Und das ging. Oft habe ich herumskizziert, 1932. Da war es in der Mittagspause, wollte ich wieder einige Sachen niederzeichnen als Skizze. Da stand der Herr plötzlich hinter mir in der Mittagspause, was ich gar nicht vermutete. Da lachte der Herr und sagte, sind Sie aber vertieft,
Ich stehe schon eine geraume Zeit da und Sie haben es gar nicht bemerkt. Aber der Herr gab mir gleich wieder mehr noch Anregung. Es wurde eine ganze halbe Stunde darüber gesprochen, da ich alles erklärte, wie ich es sehe. Da war der Herr zufrieden und sagte, nur so weit, Herr Wagner, denn es müssen drei Übersichten werden. Aber wir werden uns ja sowieso öfters noch darüber sprechen. Nach einigen Tagen ging ich schon dran, vorzubereiten für die große Arbeit im Pavillon. Viel Arbeit gab es, bis ich überhaupt das gewünschte Material zusammen hatte. Das passende Holz war gar nicht da. Jeden Tag drängte der Weiße Ritter. Der wollte schon was sehen, obwohl ich ihm erklärte, dass ich alles gleich eingeleitet habe, das gewünschte Material herzubekommen. Da meinte er, ja, das kann ich nicht verstehen. Er stelle sich das ganz einfach vor. Als man annehme. Eines Tages hatte ich einen Teil Material endlich da. Wohl auf lief die Universalmaschine. Der Weiße Ritter strahlte. Aber man sah nichts als ausgehobeltes Holz. Da frug er schon wieder, ungeduldig. Ich weiß, er meinte sehr gut. Aber für mich war es nicht gerade fein. Eines Tages, als wieder ich um 5:30 zum Herrn durfte, erzählte ich es dem Herrn, dass es gar nicht so fein wäre. Schon die geschwungene Bauart gab viel, viel mehr Arbeit und müsste alles erst so weit vorbereitet haben, bis ich richtig bauen kann. Ich tue alles sowieso, weil der Weiße Ritter mich schon manchmal darbte. Da sagte mir der Herr Wagner, ich sage es dem Weißen Ritter, er müsse nie mehr drängen, da ich alles erdenklich sowieso tue. Denn der Weiße Ritter hat für solche Arbeiten kein Verständnis. Ich weiß es ja, dass sie alles tun, um vorwärts zu kommen. Von da ab war der Weiße Ritter wie ausgewechselt. Am nächsten Tag kam er, klopfte mir auf die Schulter und entschuldigte sich sehr freundlich und sagte, Sie sind doch ein Mordskerl, und lachte. Mir half der Herr andauernd, da ich fast jeden Tag um 5:30 zu ihm kommen durfte. Ich hatte neben meiner Arbeit so manche andere Sachen auch zu tun, um die Maler zu kümmern, um die Schmiede, Feuerwehr, die Buben, die Turmuhr spuckte oftmals und vieles mehr. So gab es viel, viel zu berichten, wenn ich zum Herrn kommen konnte und durfte. Viel Vertrauen schenkte mir der Herr. Gar manchmal bekam ich ein Glas Wein, besonders wenn er Gutes berichtete. Dabei gab er mir viel hohe geistige Anregungen, wie die Fäden in der Schöpfung laufen. Von Tag zu Tag wuchs der Babylon, bis das Dach an der Reihe war, was besonders viel Schwierigkeiten machte. Es war so gebogen, eben chinesisch, da musste ich jedes Stück Holz jedes Mal verkürzen. Noch dazu war der Babylon achteckig. Aber es ging. Ich war unzufrieden. In circa eine Woche werde ich ihn aufstellen können. Aber es müsste erst der achteckige Sockel betoniert werden. Der musste auch trocknen über Sonntag. Eines Tages war ich soweit, froh war ich, dass der Weiße Ritter, der ja schließlich für alles auf dem Berg verantwortlich war, er ließ einen großen Wagen herstellen, vorfahren, worauf wir den Pavillon, der in zwei Teilen war, aufluden. Nun ging es ab. Fünf Männer gab der Weiße Ritter zur Hilfe, da das Ding ganz schwer war, besonders das Dach, was darauf gehoben werden musste. Aber es passte prima. Alles. Ich war froh.
An diesen Tagen mussten die Herrschaften gerade nach Innsbruck. Ein großes Aufsehen gab es. Der Babylon wird aufgestellt. Alle schauten. Als abends die Herrschaften zurückkamen, war der erste Gang in den Garten vom Herrn zum Babylon. Es war schon abends um die Feierabendstunde. Ich räumte gerade das Werkzeug zusammen. Kam der Herr. Freudig gab ich Bericht über alles. Es ging gut bei der Montage, auch beim Aufstellen. Da lachte der Herr und gab mir die Hand und sagte, ich wusste es ja. Morgen werde ich alles verschrauben und beginne zu gruntieren, streichen. Der Herr freute sich sehr. Ich strahlte auch vor Freude, den Herrn was ganz Praktisches machen zu dürfen. Ich war voll demütig und still. Fast 24 Jahre war ich. An sich hatte ich noch viel zu wenig Erfahrung, dass man an solche Arbeiten sich daran getraut. Aber mit der großen Hilfe des Herrn geht ja das Unmögliche. Nächsten Morgen ging es wieder weiter. Da passierte mir was. Ich kam in den Gralsgarten mit dem Werkzeugkasten, wollte was ausmessen, stieg auf einen Hocker, Stuhl, der umfiel. So musste ich das Werkzeug zusammensuchen. Da fällte mir mein 2-Meter-Maß. Ja, sagte ich mir, das habe ich doch gehabt. Ich suchte alles ab, aber es war nicht da. Na, da muss ich eben nochmals in die Werkstatt zurück. Aber da war es auch nicht. So nahm ich ein anderes mit. Als ich wieder zum Grashaustor Zaun kam, stand mein Freund Hund mit dem Mettermaß im Maul da und wedelte mit dem Schweif. Es war zu schön. Ich streichelte ihn und sagte, du bist ein Spitzbub. Aber alles war wieder gut. Froh genug ging ich an die Arbeit, da ich den Hundel dankte. Der Hund war an sich gar kein so feiner, freundlicher Herr. Ein scharfer Schäferhund. Aber ich mochte ihn. Beim Babylon habe ich viel gelernt, besonders wie man mit der Empfindung arbeiten soll. Das war das Ausschlaggebende, dass der Babylonbau so gut klappte. Mir sagte schon der Herr, achten Sie besonders gut auf die weise Einrichtung der Empfindung, denn da fällt es am meisten auch bei den Bergbewohnern, worüber der Herr mir oftmals klagte, dass es bei den Bergbewohnern es sehr fällt. Bald wurden die Türen eingehängt, Fußboden verlegt, in derselben Woche alles verglast, selbst gemacht, alles schön gestrichen, außen zu teilen zinnoberrot, die Füllung silbergrau, innen bis 2 Meter hoch in hellgrau, dann heller, wieder weiter nach oben in einen schönen Gelb, das obere Dach in Gold. Eine wunderbare Lampe zur Beleuchtung. Für mich ging die Arbeit bald zu Ende. Der Garten wurde inzwischen sehr schön angelegt. Ein Bächlein floss von einem Steingarten herunter, da über den kleinen Strom eine Brücke führen soll, machte ich noch eine gewölbte, geschwungene Brücke aus Lärchenholz und ein schön geschwungenes Geländer. Alles klappte, alles wurde fertig und alle freuten sich, da der chinesische Babylon sehr gut hineinpasste in den schönen Gralsgarten. Nach 2 Tagen wurde der Babylon so viel wie eingeweiht, weil es was Besonderes war. Ich wurde dazu eingeladen vom Herrn, der Herr von Maria von Irmegard. Ein gutes Stück stand ich abseits. Natürlich war ich schön sonntäglich angezogen.
Da rief mich der Herr zu sich. Die Türen wurden geöffnet. Das heilige Trigon setzte sich zu dem Tisch, wo auch ich mich hinsetzen musste und durfte, voll Freude. Da sprach der Herr, nun ist wieder ein Abschnitt in Erfüllung gegangen, den sie, Herr Wagner, durch ihre Empfindung uns so schön machten, dass wir uns sehr freuen. Ich konnte gar nichts sagen, nur strahlen. So kam es über mich. Aber der Herr gab mir die Hand und ich verbeugte mich tief. Dabei sagte der Herr, ich weiß, Sie werden uns noch viel, viel Freude machen, wie bei Abdruschin. Der Herr erzählte, wie das in den lichten Höhen ist, welche herrliche Strahlung durchströmt in voller Harmonie, wie ewiges Wagen und Wogen dort ist und sich alles erfüllt. Mir war so heiß, dass ich kaum es ertragen konnte. Hoheitsvoll sprach der Herr über Dinge, dass ich es gar nicht recht verstehen konnte. Zutiefst war ich beeindruckt. Er, der Herr, sprach von den Ismanen, die ganz durchdrungen waren von der Empfindung, die den Verstand richtig gebrauchten, die genau wussten, wie herrlich das große Geschenk des Lichtes ist, die Empfindung. Wenn sich die Wesen nur mühen würden, es zu verstehen, würde der Kreislauf hergestellt werden und strahlend würde die Menschheit schön und frei sein. Er erzählte, es wäre doch ganz einfach zu hören, was die Empfindung sagt. Und hören die Menschen es ohne Ausnahme. Nur soll der Verstand danach sich richten und handeln, was die Empfindung sagt. Dann lief es in der Grobstofflichkeit gesetzmäßig. Bei Abdruschin habe ich auch schon erfüllt und viel Freude gemacht, besonders am Tempelbau, wo ich mitwirken durfte. Ja, Sie wissen es ja, sagte der Herr und lachte. Nach langen und vielen Gesprochen, was alles gar nicht zum Aufnehmen war für mich, sprach der Herr zu den Damen, so auch über den Druck gesetzmäßig, der immer ausgehend war von oben bis in die Region herunter.